Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema öffentliche Aufträge und Zuwendungen. Was ist der Unterschied zwischen Aufträgen und Zuwendungen? Der Bund leistet einen erheblichen Teil seiner Ausgaben aufgrund unmittelbarer gesetzlicher Verpflichtung. Zum Beispiel soziale Geldleistungen, Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen oder auch die Bezüge von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern, Soldatinnen und Soldaten. Und daneben muss er wie jeder andere auch Lieferungen und sonstige Leistungen einkaufen. Zudem fördert er Einrichtungen oder einzelne Vorhaben durch freiwillige Geldleistungen. Kaufen öffentliche Auftraggeber Leistungen am Markt ein, dann gilt das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe, zum Beispiel das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Ebenso § 55 der BHO mit den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Verfahren der Auftragsvergabe sind nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, des Wettbewerbs, der Transparenz und des Diskriminierungsverbots zu gestalten und durchzuführen. Fördert der Staat eine Einrichtung oder ein bestimmtes Vorhaben mit Geld, dann gilt das Vergaberecht nicht. Diese sogenannten Zuwendungen sind freiwillige Geldleistungen, die erst durch den Haushaltsplan begründet werden, anders als zum Beispiel gesetzliche Subventionen. Sachleistungen, Bürgschaften, Personalbeistellungen oder Ähnliches sind keine Zuwendungen, weil sie eben keine Geldleistungen sind. Zuwendungen werden regelmäßig durch begünstigenden Verwaltungsakt, den sogenannten Zuwendungsbescheid, gewährt. Im Bereich des Vergaberechts, insbesondere ab dem Erreichen der EU-Schwellenwerte, haben Bieter und Bieterinnen im Vergabeverfahren einen stärkeren Rechtsschutz. Deswegen ist die Abgrenzung von öffentlichen Aufträgen, also der Anbahnung von Verträgen auf Leistung und Gegenleistung, wichtig gegenüber den Zuwendungen, also den freiwilligen Geldleistungen. Es kommt dabei darauf an, ob der Bund zahlt als Gegenleistung für eine erbrachte Leistung oder ob er ein bestimmtes Vorhaben oder eine Einrichtung finanziell fördern möchte, ohne dabei einen Gegenleistungsanspruch zu erhalten. Zum Nachlesen hat uns das Bundesministerium der Finanzen freundlicherweise diese Abgrenzung nochmal aufgeschrieben in der Anlage zur Verwaltungsvorschrift Nummer 124 zu § 23 BHO. Ich wiederhole das nicht nochmal, denn der Link steht natürlich unten in der Beschreibung. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul, bis zum nächsten Mal.